Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Heute mit einem interessanten, wie auch vielleicht etwas technischen Thema, und zwar: Ist In-vitro-Fleisch vegan? Viele von euch haben sicherlich schon von In-vitro-Fleisch gehört. Das nennt man neuerdings auch irgendwie Clean Meat oder Laborfleisch oder Stammzellfleisch. Im Wesentlichen geht es darum, dass es Fleisch ist, das nicht von einem lebenden Tier stammt, sondern das künstlich in einem Labor gezüchtet wird. Das klingt ziemlich nach Science Fiction und es ist noch in Entwicklung, es ist noch nicht so hundertprozentig marktreif gekommen, zumindest nicht in Europa. In den USA sind da einige Startups, besonders im Silicon Valley, schon etwas weiter. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass einem Tier Stammzellen entnommen werden und diese Stammzellen werden dann in einer speziellen Nährlösung kontrolliert gewachsen, bis man dann ein Stück Fleisch hat, was die gleichen Eigenschaften haben soll wie ein Stück Fleisch, das man aus dem Supermarkt kriegt, wofür ein Tier wirklich geschlachtet werden musste. Man ist da noch nicht hundertprozentig angekommen. Dadurch, dass man quasi nur einen Klumpen Muskelfleisch züchtet, hat man einen geringeren Fettanteil. Man hat auch keine Knochen, was ja in einigen Fleischsachen gewünscht ist, zum Beispiel Chicken Wings oder sowas. Das ist noch nicht möglich. Das Fleisch ist noch ziemlich uniform. Aber für Anwendungen wie Burger, wo das Fleisch ohnehin so weit präpariert wird, dass die ursprüngliche Struktur nicht mehr sichtbar ist, ist es anscheinend schon ziemlich gut zu gebrauchen. Auch wird es immer billiger, diese Sachen herzustellen. Der erste Hamburger hat damals $250.000 gekostet, beziehungsweise andere Quellen sagen $375.000, und inzwischen sind die Kosten auf $8 gesunken. Also macht die Entwicklung schon ziemlich rasante Fortschritte in den USA wie auch in Europa, um dieses Fleisch zur Marktreife zu entwickeln. Warum macht man das Ganze? Die Argumentation ist eigentlich ziemlich einfach. So ziemlich jeder weiß, dass der Fleischkonsum, den wir auf dieser Welt so betreiben, vor allem in den entwickelten Ländern, vor allem in den USA und in Westeuropa, furchtbar ist für die Umwelt, ziemlich viele Treibhausgase ausstößt, unfassbar viel Wasser und Land verschwendet, was man viel besser einsetzen könnte, wenn man pflanzliche Produkte essen würde. Und natürlich geht es auch um die Tiere, die milliardenhaft geschlachtet werden müssen, um, naja, Hamburger herzustellen. Auch nicht so cool. Und weil die meisten Leute der Überzeugung sind, dass die Mehrheit der Leute nicht vegetarisch oder vegan werden will und eigentlich so ziemlich fast alle Möglichkeiten ausgereizt sind, um noch irgendwie mehr Fleisch aus Tieren rauszupressen, als man es ohnehin schon macht, hat man sich überlegt, dass es ja sehr viel billiger sein könnte, sehr viel tierfreundlicher und sehr viel umweltfreundlicher sein könnte, Fleisch einfach kontrolliert zu züchten. Das würde auch die ganzen Skandale rund um Antibiotika, rund um Tiermissbrauch ziemlich, naja, eigentlich eliminieren, weil man das Fleisch ja einfach kontrolliert wächst. Es wächst kein ganzes Tier, es wächst einfach nur ein Klumpen Muskel. Die meisten Firmen gehen davon aus, dass das auch ziemlich viel für die Umwelt tun wird. Man braucht nur circa ein Zehntel bzw. ein Zwanzigstel des Landverbrauchs. Man braucht nur circa 4% der Treibhausgase, nur circa 45% des Energieverbrauchs, wobei diese Zahlen ziemlich umstritten sind, dadurch, dass es kein Produkt gibt, was bislang zur Marktreife so weit entwickelt wurde, dass man wirklich komplett nachmessen könnte, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wie viel Land eigentlich verbraucht wird, ist das noch, ja, eigentlich ziemlich in der Schwebe, wie viel von diesen Umweltversprechen sich in Wirklichkeit dann manifestieren werden. Ich verlinke euch unten ein ziemlich interessantes Paper auf Englisch, was dieses Jahr herausgekommen ist. Sogar von einem deutschen Institut, wenn ich mich recht erinnere, wo das Ganze nochmal detailliert ausgelegt wird, auch mit Interviews von den, naja, Betreibern von diesen Firmen unterstützt. Und selbst die Betreiber von den Firmen sagen, dass sie eigentlich nicht wirklich wissen, ob es im Endeffekt besser für die Umwelt ist, aber man nimmt es allgemein hin an. Aber es steht nicht fest. Und natürlich ist es besser für die Tiere. Tiere müssen nicht mehr milliardenhaft geschlachtet werden, sondern man kann einfach in einer Nährlösung alles züchten, theoretisch, ohne dass ein Tier dafür leiden muss. Könnt ihr es schon kaufen? Nein. Ich weiß nicht, wie die Situation in den USA mittlerweile ist, aber hier in der EU hält die EFSA, die Europäische Lebensmittelaufsicht, das noch ziemlich entgegen, weil sie der Meinung sind, dass In-vitro-Fleisch ein neuartiges Produkt ist, dessen Sicherheit nicht festgestellt werden kann, und deshalb müssen jetzt erstmal langwierige Tests erfolgen, bis In-vitro-Fleisch in Wirklichkeit dann auf den Markt kommen wird, und das kann sich noch 10 Jahre hinziehen. Jetzt die spannende Frage: Ist die ganze Unternehmung vegan? Das ist wiederum, genauso wie mit dem Umwelteinfluss, eine sehr schwierige Frage, weil, naja, es noch kein In-vitro-Fleisch gibt, was in der Menge hergestellt wird, als dass man wirklich gucken könnte, ob es jetzt tatsächlich vegan ist, in dem Sinn, dass dafür keine Tiere leiden müssen, keine Tiere sterben müssen. Wenn man sich aber die bisherigen Tests anguckt, gibt es doch einige Sachen, die einem zu denken geben sollten. Zunächst einmal, man braucht tierische Stammzellen. Man muss irgendwo mit anfangen. Theoretisch ist es ein selbsterhaltendes System, sodass man nur ein einziges Mal eine tierische Stammzelle braucht, und dann kann man im Prinzip unendlich viel Fleisch produzieren. Ob das wirklich funktioniert, das wissen wir noch nicht. Und sollte es dazu kommen, dass man doch regelmäßig Nachschub braucht,
dann muss man sich schon die Frage stellen, wie das dann im Endeffekt geschehen wird. Wird das mit einer Muskelbiopsie gemacht? Müssen die Tiere dafür leiden? Haben sie dadurch Wunden, die vielleicht nie wieder abheilen? Sterben sie durch das Verfahren? Das ist in Wirklichkeit etwas, was man jetzt noch nicht abschätzen kann. Und das wird eines der größten Probleme bleiben, dass man immer irgendwoher eine tierische Zelle braucht, um das Ganze laufen zu halten. Das Nährmedium, das benutzt wird, um das Fleisch wachsen zu lassen, ist ebenso etwas, was man noch nicht genau weiß. Die meisten Nährmedien, die bislang verwendet werden, sind nicht vegan, sind eigentlich nicht mehr vegetarisch, weil zum Beispiel das Blutserum von Föten aus Kühen verwendet wird. Und das ist ziemlich, ja, wie soll man sagen, es ist schon irgendwie ironisch, dass man das macht, um Tiere zu retten. Und dieses Verfahren sorgt aber dafür, dass man einen Kuhfötus tötet. Das ist auch nicht irgendwie so toll. Es wird daran gearbeitet, dieses Serum durch etwas Pflanzliches zu ersetzen, aber so viel ich herausfinden konnte, ist das noch nicht wirklich hundertprozentig der Fall. Und dementsprechend, ja, sieht es so aus, als ob zumindest das Verfahren, was man gerade macht, irgendwie nicht besonders vegetarisch oder vegan wäre. Ein weiterer Knackpunkt ist nicht nur das Nährmedium, sondern auch die Sachen, die man eventuell dem Fleisch zufügen muss. Zum Beispiel wird damit rumgespielt, die Fleischfärbung etwas besser hinzubekommen. Und damit setzt man echtes Kamin ein, was aus Läusen stammt. So ziemlich das größte Problem, was mit der ganzen Unternehmung verbunden ist, ist meiner Meinung nach nicht einmal die technische Seite, weil ich eigentlich schon davon überzeugt bin, dass man das wahrscheinlich technisch irgendwie hinbekommen wird, das Ganze vollkommen ohne neue Tiere zu regeln, sondern es ist mehr die Einstellung, die damit verbreitet wird. Im Endeffekt sagt man mit In-vitro-Fleisch, dass die Leute nie vegan werden. Gut, das glaube ich auch im Wesentlichen, dass ich in meiner Lebensspanne nie sehen werde, dass alle Leute auf der Welt vegan werden. Aber durch In-vitro-Fleisch wird die Idee perpetuiert, dass Tiere uns gehören. Im Wesentlichen verbreitet man damit die Idee, dass Fleisch etwas ist, was natürlich, normal und notwendig ist, wie Melanie Joy es ausdrückt, und dass man deshalb Fleisch benötigt und dass Fleisch deshalb ein wichtiger Teil der menschlichen Ernährung ist. Auch wenn das nicht so ist, auch wenn es unfassbar viele Studien gibt, unfassbar viele Artikel, unfassbar viel Wissen darüber, dass man sich genauso gut vegetarisch oder vegan ernähren kann. Und man dadurch diese ganze In-vitro-Fleisch-Sache vermeiden kann und pflanzliche Produkte essen kann. In-vitro-Fleisch vermittelt aber den gegenteiligen Eindruck. In-vitro-Fleisch verfolgt zumindest nun noch nach wie vor den Eindruck, dass es okay ist, Tiere als Mittel zum Zweck zu benutzen. Dass es okay ist, Tieren das Blutserum von Kuhföten zu entnehmen. Dass es okay ist, Tieren Muskelzellen zu entnehmen, weil wir ihr Fleisch lecker finden. Und das ist auf ethischer Ebene ein ziemlich großes Problem und vielleicht nicht die beste Idee, die wir unterstützen sollten. Und als letzter Punkt, es führt den Konsumenten natürlich weiterhin weiter weg vom natürlichen Produkt. Nicht, dass eine Bratwurst besonders natürlich ist, das ist sie nicht. Wenn Leute meinen, dass Fleisch natürlich ist und sich dabei auf Hamburger und Bratwürste beziehen, dann haben sie keine Ahnung, wovon sie reden, weil Hamburger und Bratwürste nicht auf Bäumen wachsen. Und In-vitro-Fleisch tut das genauso wenig. In-vitro-Fleisch sorgt dafür, dass das ursprüngliche Produkt aus Konsumentensicht immer weiter abstrahiert wird, dass etwas immer komplizierterem ist und deshalb immer fremder wird. Das haben wir schon mit anderen Sachen in der Lebensmittelindustrie, wenn man sich die ganzen verarbeiteten Produkte im Supermarkt anguckt. Viele Leute haben einfach den Bezug dazu verloren, was es eigentlich ist, was sie in sich reintun. Woher kommen diese Lebensmittel? Wie sind die produziert worden und so weiter? Und das wird durch In-vitro-Fleisch nicht unbedingt besser. Was ist eure Meinung zu In-vitro-Fleisch? Würdet ihr als Veganer oder als Nicht-Veganer In-vitro-Fleisch essen? Würdet ihr es anderen Leuten empfehlen? Wie seht ihr die ganze Sache? Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne und vergesst nicht, diese komische Glocke anzuklicken, weil man ansonsten keine Benachrichtigung mehr bekommt. Danke YouTube. Schaut auch mal beim Kanal von mir und meinem Freund vorbei, den ich euch da oben verlinke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.